Unser Freund Uwe hat ein Gerät entwickelt, mit dem er die Präzision der Bänder checken kann. Ob das eine Band genauso doll zieht wie das andere oder ob sich hier irgendetwas verändert. Das führt gleich zum weiteren Problem, dem man den Mythos nachgehen kann, wenn dem so ist oder wenn das eine Band länger ist, ob das alleine zum Gabeltreffer führen kann. Machen wir erstmal das Gerät. Uwe, danke dafür. Auf der EM, ihr seht es da. Erfolgreich getestet. Leute waren zum Teil ganz Dings. Ich habe jetzt das einfach mal so schnell nachgebaut. Also hier vom Inline Skates eine alte Rolle. Weiter abgeschliffen, dass das Band hier laufen kann. Und hier nochmal ein Klebeband drüber gemacht, dass da kein weniger Reibung ist. Mit Apex 7 Kugellager, wer sich ein bisschen auskennt oder sowas. Also kaum Reibung in dem Kugellager. Ja, wenn man mit den Fingern da dran ist, ist es doof. Und da wird das Band jetzt eingemacht und dann gucken wir mal, ob man da einen Unterschied sieht. So, wir haben jetzt hier ein Naturlatexband. Wenn man die übereinander legt, wird das wahrscheinlich nicht so klappen. Ich blende dann nochmal ein anderes Video ein. Die sind absolut gleich breit geschnitten und gleich lang. Und ja, das eine ist noch ein bisschen verschoben. Egal, glaubt mir einfach. Ich kriege die hier oben jetzt nicht so präzise da übereinander. So, hier ist jetzt die Sache, wenn man den hier anlegt. So, gleich hält, gleich lang hält. Wenn man jetzt zieht und das eine Band zieht eventuell mehr wie das andere, dann wird sich das hier verrollen. Und das schauen wir jetzt mal. Ja, ich glaube, ich stelle gerade fest, ich habe Wasser an der Kamera, jetzt bildet sich Wasserdampf da drin. Das Ding wird unscharf. Scheiße. Ja, die hier gleich gehalten. Und wenn ich jetzt dran ziehe, jo, das obere Band zieht mehr. So, zum Vergleich, wo habe ich sie? Hier bei BSB geschnitten. Eigentlich kein Unterschied. So, somit ein relativ einfaches, süßes, kleines Tool, in dem man mal so checken kann, wie seine Bänder sind. Uwe, danke. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig nachgebaut. Also, kommt da oben drauf. Hier absolut gleich. Wenn man hier allerdings ein bisschen die Gabel verkantet, da sieht man schon, dann rollt es da weg. Also, schon sehr, ja, sehr empfindlich, ausschlaggebend. Die Folgen, haben wir gesagt, gehen wir einen Schritt weiter mit dem Mythen. Wenn das eine Band jetzt mehr zieht wie das andere, sei das, dass es kürzer ist, länger ist oder halt einfach doofes Latex ist, führt das zum Gabeltreffer. Und was ändert das eventuell hier? Das schauen wir. Ja, wir machen jetzt mal bei dem Band hier was gut war. Es ist ein anderes Lortex, hat eine andere Geschwindigkeit und wird dadurch andere Hürde haben. Zwei Schuss habe ich schon gemacht, damit ich die Richtung hier mit dem Release nicht beeinflusse. Drehe ich den hier bis zur Schraube. Zwei waren gut, der war jetzt nicht so. Fünf und dann tauschen wir mal das Band und schauen, ob da ein Unterschied ist. Dann können wir es auch mal weiter kürzen, um es extremer zu machen. Ob man damit die Gabel trifft. Weil darum geht es ja und gar nicht so sehr um die Präzision. Gut. So, vorne angucken. Also es ging von, ja, es
Verletzung am Finger. Ging von hier die Kugel. Da raus. Da hat nur zwei Treffer da. 3, 4, 5. Also schon relativ groß. Ich hätte eigentlich gedacht, wäre da. Aber liegt wohl mehr am Release. So, das Band mal eingespannt, was diese komischen großen Unterschiede hat. Erster Schuss. Also Gabeltreffer gab es erstaunlicherweise nicht. Präzise muss es eigentlich genauso bleiben, weil wir ändern ja jetzt nichts an dem Band. Es wird sich da vorne verschieben. Ja. Da ging er da, aber ich hatte hier auch ein ganz doofes Gefühl im Release. Schrottet doch noch die. Wo die momentan Menge. Die gehen alle genau noch da und präziser wie mit meinem anderen Band mit dem Release. Also ich bin jetzt baff. Ging eigentlich darum, ob es zum Gabeltreffer führen kann. Tut's nicht. Aber ich bin jetzt so neugierig. Gucken wir mal vorne. Muss ich mal abkleben. So, die Kugel ging hier wieder entlang. Und wir haben... Ich bin zu scharf, ich sehe es in der Sonne nicht. Wir haben eigentlich... jedes Schussbild. Es hat sich nichts geändert. Ich würde sagen, das war hier mein Release. Aber viel sauberer. Naturlatex. Also ich war gerade eben richtig baff. Ich hätte mit einem anderen Ergebnis gerechnet. Ich habe es erstmal abgeklebt. Ich mache nochmal ein paar Schuss da hinten und wir gucken mal hier vorne, ob sich da was tut. Muss ich euch bloß aus dem Weg stellen. Gleiche Pouch. Naturlatex mit unterschiedlich ziehenden Bändern. Boom. Direkt links der Aufkleber weg. Raus. Also wie gesagt, wir ändern ja jetzt eigentlich nichts am Band. Wenn das eine Band immer stärker zieht wie das andere, dann wird das ja jedes Mal die Kugel in die gleiche Richtung ablenken. Das Gefühl beim Halten von der Pouch. Bap. Gleicher Punkt. Bisschen weiter unten. Gleicher Punkt. Tja, angucken. Das war da und da. Ah, ist jetzt halt alles kaputt. Aber ihr seht den Radius, den kleinen. Eigentlich sollte es mir darum in dem Video ja gar nicht gehen. Ich glaube, die Kameraeinstellung ist doof. Ach, das ist scheiße, wenn die Linse verschmutzt ist.
eigentlich sollte es in dem Video ja gar nicht darum gehen. Was ist jetzt hier? Ich habe es ganz bewusst, um es zu machen, hier ein dickeres Latex und da ein dünneres genommen. Dadurch anderes Ziehen. So, der ist dicker, also gehen wir hier nochmal hin und kürzen den. Ich wollte jetzt ja eigentlich schauen, ob man Gabeltreffer dadurch bekommt. Dem Mythos nachgehen. Also ich kürze das ganze Ding mal um einen Zentimeter. Ich weiß nicht, ob es richtig drin ist. Ja, nochmal kürzen. Ich werde das Dinger da noch einen Gabeltreffer verursachen können. Und ich glaube, wenn das Release passt, führt es gar nicht so sehr dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn ich den hier oben richtig halte, dann hängt die hier voll schräg. So müsste, so hängt sie. Gucken wir mal, dass zum Gabeltreffer führt. So, in meine Präzisionsmaschine hier wieder einfügen. Ich habe die Zwille jetzt rausgenommen, das ist hier verschoben, das wird da vorne wahrscheinlich zum anderen Treffer führen, also da, ja, aber es ging jetzt darum, kann ich dem hier eine Delle machen oder nicht. Ich habe natürlich geguckt, Pling, nein, war da vorne, ich habe natürlich geguckt, dass diese Richtung hier mit dem da übereinstimmt, nicht, dass ich hier einen Bogen mache, um da keinen Gabeltreffer zu erzielen. Boah, eigentlich hat sich da gar keinen Unterschied getan. Ja, ein Stückchen weiter unten. Ansonsten gleich. Bang. Du gesehen, Dings weg. Der rote Aufkleberchen. Wenn ihr es sehen konntet. Bin extra nochmal hingegangen, hab mal hingeklebt. Schwupps weg. Bolt nicht ausgerichtet. Bänder unterschiedlich. Treffer, Bild noch immer. In so einem Radius. Find's beeindruckend. So, wenn ihr euch jetzt anguckt, wenn die Kamera das ganze Schnippelchen da, das hier ist ein dickeres Band Latex wie das hier, also zieht schon anders. Hier noch um so viel verkürzt. Da, es führt weder zum Gabeltreffer, noch haben wir da vorne ja eigentlich das gleiche Trefferbild. So, also Fazit. Manchmal muss man einfach testen und die Theorie so weglassen und dann nochmal drüber nachdenken und die Sache überprüfen. BSB White, frag mich nicht, warum ich da die beiden Ausrutscher hatte. Vielleicht, weil sie es softer zieht, weil es dafür nicht war. Ich suche irgendwie eine Begründung. Also jetzt hier, wo es in dem Test drum geht. Also Uwe, nochmal, ich fand die Idee hier richtig gut, die gezeigt hat, dass... wie ihr es jetzt seht, sich das da richtig verschiebt, wenn man dran zieht, wenn man Latex hat, was nicht so gut ist. Hier jetzt auch noch das Band verkürzt, aber es hat weder jetzt dabei, ich glaube noch mal verkürzen, tut doch kein Mensch. Das fällt doch dann absolut auf, wenn er da schon sieht, dass die so schräg hängt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Wenn das hier gerade ist, dann ist unten die Pouch so. Aber dennoch so ein exaktes Trefferbild verursachen kann. Es war jetzt so gezogen, es war an dem Nagel, es war nicht mein Ankerpunkt hier. Es liegt mit an dem Release halt immer. Aber ich brauche jemanden, der es mir erklärt. Bitte.
Aber warte mal, ist das ein Brötchen? Oh, very good. Very good. Oh, fantastisch. Hier, hier. Nothing. Sehr gut. Super. Perfekt. Genau. Super. Hier, das ist really good. Yeah. Aber wenn du, das hast du ja sehen.